Hey Leute, Kaito Dago hier, ich begrüße euch zurück zu Kaizo Soniku Sahichihoku. Und ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie ich das hier, schaffen soll. Weil ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich null Ahnung habe, wie ich das hier schaffen soll. Weil wegen Dönerbude, ups, das habe ich verkackt. Ich habe vergessen, dass ich hier einfach nur laufen muss. Ich glaube, ich bin wieder an dem Punkt angekommen, wo ich sage... Ja, doppel pfui. Doppel und dreifach pfui. Pfui, pfui, pfui. Einfach nur, das ist nicht meine Ernte. So in etwa zumindest. Hi. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Seriously. Ich weiß aber nicht, wo ich hin soll. Das ist nicht fair. Das ist einfach nichts. Seriously, das ist einfach nichts. Nichts ist das. Verdammte Scheiße, noch eins. Ha. Oh, seriously, Leute, ich muss mal gucken, was da eigentlich Phase ist. Okay. Ich habe herausgefunden, dass mein Weg völlig falsch war, den ich gegangen bin. Ich muss das ganz anders machen, tatsächlich. Ich muss das komplett anders machen. Also nicht komplett. Die Idee war eigentlich schon mal ganz gut. Nur leider muss ich hier runter. Tatsächlich, man muss hier runter. Ah, das war mein Fehler, das habe ich nicht bedacht. Nur wie geht's jetzt weiter? Holy shit! Holy shit! Okay, gut, ich weiß, wie es weitergeht. Cool. Gut, dann weiter. Oh shit! Okay, gut. Null Problemo. Ich glaube, ich weiß in etwa, wie ich das lösen kann, hoffentlich. Kurz warten, bis das Ding runtergegangen ist. Okay, gut, ich darf nicht zu lange warten, scheinbar. Darf ich überhaupt warten? Ich muss warten, bis das Ding runterfällt, glaube ich. Um dann im richtigen Moment irgendwie rüber zu springen oder so. Och, komm schon. Ah, so schwer ist das nicht. Fast. Fast. Holy shit. Holy, nein. Oh Gott. Ist doch nicht wahr, Alter. Ist doch nicht wahr. Scheißdreck. Und. Ich habe null Ahnung. Okay, gut. Das war fast gut. Ich würde zwischendurch gerne ja safe-staten, aber da ist das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie ich safe-staten soll. Ob. Was? Nein! Dieses Spiel ist eigentlich nur eine reine Zerreißprobe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir denke, okay, gut, du kannst mich mal voll fett am Arsch lecken, Chico. Das ist in etwa das, was das Game für mich ist, könnte man sagen. Also so rein theoretisch, das ist eigentlich jetzt nicht eine gute Beschreibung für das Game. Aber irgendeinen gewissen Part, ich weiß nicht ab welchem, und das werde ich auch erstmal noch nicht rausfinden können wahrscheinlich, werde ich mir die Frage stellen, wie überlebe ich das? Seriously, wie überlebe ich das? Weil es wird der Part kommen, wo ich tatsächlich... Ich weiß, dass es nicht jetzt sein wird. Ich denke zumindest nicht, dass es jetzt sein wird. Ich denke auch nicht, dass es im nächsten Part sein wird. Es wird aber irgendwann so weit kommen, dass ich einfach einen riesigen Frustrationslevel erreicht habe. Wahrscheinlich. Wo ich einfach nur noch alles hinwerfen möchte und den ganzen Scheißdreck einfach nicht mehr fortsetzen will. Das wird es irgendwann geben. Und gerade schaffe ich diese Stelle nicht. Oh, komm schon. Ja. Ich hätte vielleicht gegenwärtig hier safe-staten sollen. Wo soll ich eigentlich dann hin? Hat sich das Spiel eigentlich mal gedacht, wo ich dann hin soll? Also, ich habe es mir nicht gedacht, by the way. So. Ich habe mal dort gespeichert, weil ich dachte, das könnte vielleicht klappen. Muss ich hier... Oh. Holy shit! Holy shit! What the fuck? What the fuck? Nein! What the fuck? Ah, Gott. Ja? Nein! Okay, ich glaube, ich muss zu dem Ring, der da ist. Okay, cool. Ah, fuck. Was so nicht klappt. Okay, ich habe aber einen Weg gefunden, wie das klappen könnte. Ah, nicht so. Gut, das lief nicht wie geplant. Läuft hier überhaupt mal irgendwas wie geplant? Hier läuft... Nichts wie geplant. Hier hat nichts seinen Griff.
Verdammt nochmal, die ist so kacke, Alter, die ist so kacke! Ah, Gott, nein! Laufen wir weiter! Was? Nein, 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 da war ein unsichtbarer Block! Der unsichtbare Block war wieder zurück! Unsichtbarer Block returns! 2.0! Oh mein Gott! Dieses Spiel, ich weiß nicht, wieso ich mich hier nicht aufrege gerade. Wieso ich mich nicht zu doll aufrege. Ich glaube, das ist gut. Wow. Holy shit, ich habe ja gar keine Zeit für den Cheat. Ah, du Scheiße. Wohin? Da sind so viele unsichtbare Blöcke gerade, dass ich keine Ahnung habe, wohin. Ist ein Musical. Ich muss dorthin, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie. Ich müsste schauen, wo ich... Oh, ich glaube, ich weiß, wie. Oh, oder auch nicht. Nein! Oh, die Idee war so gut. Die Idee war so fucking gut. Ich hab's nur... In der Umsetzung ist es leider immer ein bisschen schwierig mit mir. Nein! Ich weiß, ich kenne den Weg, glaube ich. Ich kenne den Weg. Also so ziemlich. Oh, fuck. Nein, den kenne ich nicht. Oh, diese Roboter-Ballabam. Hä, das war ja gar nicht so schlecht eigentlich. Die Idee war ja eigentlich ganz gut, merke ich gerade. Wow, holy shit. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment. What? What? Oh, 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 wow, 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 wow. Moment. Ah, fuck, ich hätte den Block hier, das Ding hätte ich nicht nehmen dürfen, glaube ich. Aber wie? Es gibt, glaube ich, einen guten Moment-Speed, den ich nutzen kann, um da hochzukommen. Es gibt eine gewisse Geschwindigkeit, die ich benötige, um da hochzukommen. An der Stelle hier, die ich gerade nicht erreichen kann, weil ich zu blöd bin. Ganz stumpf gesagt. Also ganz stumpf gesagt bin ich gerade zu blöd. Ich darf ich darf den nicht nehmen. Ich darf den nicht nehmen. Unter keinen Umständen. Ich darf den nicht nehmen. Ich darf den nicht nehmen. Das gibt's nicht. Ich muss den benutzen. Weil ich kann euch das mal erklären. Dieser Block, der da raus und rein geht. Den muss ich sozusagen warten, bis der reingegangen ist. Weil da drüber, also links oben, ist so ein kleiner unsichtbarer Block, den ich benutzen muss, um runterzuspringen und eine gewisse Sprungkraft oder Sprunghöhe sozusagen zu erreichen. Und das ist der Punkt. Das ist das Schwierige jetzt gerade an der Stelle. Also was ich machen könnte, es ist ja so, dass ich hier... Ich weiß nicht, wie hoch ich springen muss, um diesen Scheiß... Ich weiß es einfach nicht. Doch ein Grund, warum ich hier mit dem Ding in die Wand reinglitschen kann, oder? Wow! Holy shit! Es hat doch einen Grund, warum ich mit dem Ding in die Wand reinglitschen kann, oder? Okay, warte mal. Warte mal. Okay, scheiße. Okay, scheiße. Oh fuck, ich lebe ja noch. Oh, warte mal. Okay, jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das einen Grund hat. Ich glaube, es ist einfach nur zum, ja, bei wegen Dönerbude. Ich dachte vielleicht, das hat irgendwie einen Grund oder so. Ich wage es zu akzeptieren, dass das einfach nur so da ist. Das wage ich zu akzeptieren einfach. Ah, fuck. Man glitscht da instant raus. Ich glaube, es hat keinen Grund. Ich frage mich nur gerade, wie das muss. Wie muss ich springen? Jetzt ohne Scheiß. Wie muss ich springen? Ich hatte das Gefühl, ich muss an der einen Stelle so hoch springen, dass ich da... Das funktioniert aber so nicht. Das funktioniert nicht! Das ist fucking scheiße! Das ist nicht wahr! Oder? Ich kann... Ich kann das schaffen. Ich weiß, dass ich das kann. Ich bin nicht blöd.
Die Frage ist, das hat ja nicht wirklich viel mit blöd oder schlau zu tun, sondern eher mit dem Geschick. Hätte ich beinahe gesagt. Oder gibt's noch eine andere Stelle, wo ich da irgendwie durch kann oder sowas? Es gibt nichts. Oh, come on. Come on, dude. It's just a prank, bro. It's just a prank, bro. Oh nein, ich will da hoch. Ich will da fucking hoch. Ich will da fucking hoch. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, come on. Das ist jetzt wirklich hardcore. Du kleiner... Alter, ich... Ich weiß einfach nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich vielleicht... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie... Weiß auch nicht. Ich muss doch irgendwas nutzen können, um da höher zu springen zu können oder sowas. Keine Ahnung. Moment mal. Ich dachte vielleicht, besteht die Möglichkeit, dass wenn man runterscrollt, wenn der Bildschirm runterscrollt, dass eventuell dieser Fernseher von dem, wo das Leben drin ist, dass der eventuell nicht gezählt wird für den Moment, wenn man da hochspringt. Dass man sozusagen in dem Ding drinsteht, nur leider weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich hatte das Gefühl, ich muss da irgendwie hoch. Also irgendwie ganz normal, in Anführungszeichen normal, hochspringen. Oder ich gehe das Ganze ganz falsch an. Oh, ich muss nochmal rein. Ich muss nochmal ins Tutorial schauen. Ich glaub's nicht. Okay, ich habe was ganz anderes gesehen, was man machen muss. Das hätte ich eigentlich auch selbst kommen können. Man kann sich mit dem Ding in die Wand reinglitschen. Und dann muss man einfach nur... hier auf dieses Teil rauf, also auf die, auf dieses, wie heißt denn dies? Auf diese Plattform, die da so hin und her schwingt, hätte ich beinahe gesagt. Auf diese kleine Plattform, die da hin und her schwingt. Und dann kann man ganz locker leider ins Ziel gehen. Ha! I got it! I fucking got it! Ah, yes! Okay, cool. Weiter geht's. Wundervoll. Okay, gut. Ich weiß, wie es geht, glaube ich. Also, ich sehe da schon was. Also, wie man da... Man muss da auf jeden Fall links oben an der Seite so ein bisschen... Ja, genau so. Nur, das war jetzt irgendwie scheiße. So. Ach, scheiß drauf, ich düse einfach rüber. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Was ist los hier? Well, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, shit. Oh, mein Auge tut gerade voll weh. Es juckt gerade übel. Warum juckt mein Auge denn so? Oh. Okay, gut. Nein, fuck. Ja, klar, natürlich. Meine Mutter war da. Natürlich. Ich muss da hoch, glaube ich, oder? Ich muss da hoch, richtig? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Okay, jetzt komme ich gerade hier gerade nicht mal wirklich komplett durch oder so. Komme ich gar nicht durch gerade. Okay, das ist schön. Ja, bitte! Ehrlich jetzt. So, danke. Danke dafür. Hi, Bladi. Sorry, der musste jetzt sein. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da durchgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe null Peilung. Ich bin immer noch der Meinung, man muss den einen da oben erwischen. Den da. Aber nee, da ist eine unsichtbare Mauer, glaube ich. Oder man muss einfach nur genügend Speed haben. Hm. Keine Ahnung, wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe null Ahnung, ob das richtig ist. Ich meine, dieser... Okay, langsam werde ich mad. Langsam werde ich so mad. Das gibt's gar nicht, Alter. Das gibt's gar nicht. Das gibt's überhaupt nicht, ey. Alter, was geht's los? Was ist denn gerade? The fuck, Alter! Ist das hier Japaner-Taktik? Und Scheiße, ist das die Japaner-Taktik? Oh! Muss ich irgendwas mit dem Ding machen?
Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist scheißegal, wo ich lang gehe, oder? Ich glaube, das ist vom Prinzip her interessant. Habt ihr die unsichtbare Mauer da gerade gesehen? Also, habt ihr die unsichtbare Mauer gesehen? Hahaha, ha, ha. Meine Güte, Darko, du bist wieder so clever. Das geht's gar nicht. Gott. Ah, aber er hat die unsichtbare Mauer gesehen, definitiv. Also, ja, ich habe sie auch gesehen gerade. Oh, Mann. Ich weiß einfach gerade nicht, was ich machen soll. Ich verzweifle hier noch an dieser Scheißstelle. Unter diesem Scheißspiel. Es ist gerade mal Biohazard Akt 3. Das ist noch schlimmer als alles andere, was ich hier erlebt habe. Moment mal. Die Plattform geht hoch und runter. Die Plattform geht fucking hoch und runter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der Moment, wenn du merkst, worauf du dich hier eingelassen hast. Die Plattform geht fucking runter. Aber geht sie so weit runter, dass ich das überhaupt erreichen kann mit dem scheiß Bumper? Ich muss mal einen Safe-State-Test dort bei dem gelben Bumper machen, wenn ich immer wieder hinkomme. So. Okay. Geht sie weit genug runter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Ich bin mir aber beim besten Willen nicht sicher. Kann ich das sehen, wie weit sie runter geht? Ich kann es leider nicht sehen. Und das fuckt mich gerade am meisten ab, dass ich das nicht sehen kann, wie weit sie runter geht. Nicht weit genug, scheinbar. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vor allem, da komme ich nicht rüber. Diese verfickte Stelle! Ja! Schön in die Säure gehen. Es geht nicht. Egal wie ich es anstelle, es geht nicht. Egal wie ich es anstelle. Das Ding ist eine Verarsche, glaube ich. Das Ding ist nur reine Verarsche. Oder? Dann bilde ich mir hier was. Ich bilde mir hier nichts ein, oder? Die geht nicht weit genug runter, das kannst du vergessen. Es muss mit irgendwas anderem zu tun haben, aber mit was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Moment, ist der Bumper vielleicht nur da, dass man hier wieder hin kann? Ist der da nur dazu da, dass man da wieder hin kann? Tatsächlich. Oh. Da ist aber eine unsichtbare Mauer! Oh, Kinders, meine Zeit geht flöten. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich denke mir später was aus, weil ich habe jetzt absolut keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Okay, Leute. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zusehen für diesen Part. Das war Kaizo Sonic the Hedgehog. Ja, genau, ich bin und war. Ich bin Kaito Darko. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst das Abonnieren nicht, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen!